Stell dir vor, du rennst durch den Wald und der Boden bebt unter deinen Füßen. Neben dir ein Fahrrad, das mühelos die Kurven schneidet. Du und dein Teampartner seid eins, ein Duo aus purer Energie. Das ist der Run and Bike des SC Tegeler Forst. Ein Wettkampf, der Laufen und Radfahren so vereint, dass jeder Kilometer zum Abenteuer wird. Schöne Strecke, kleiner Event, nicht alles so riesengroß und eine familiäre Stimmung und macht einfach Spaß, hier dran teilzunehmen. Es geht nicht um stumpfe Kilometerfressen, sondern darum, als Team zu bestehen. Ein Fahrrad, zwei Sportler, ein Ziel. Und dazu die Freiheit, jederzeit zu wechseln. Wer läuft, wer fährt, das bestimmt ihr. Die perfekte Balance zwischen Tempo und Erholung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier zählt jede Entscheidung. Man muss sehr gut miteinander kommunizieren, die Absprachen müssen gut sein, man macht sich gegenseitig Ansagen, sagt an, wo man hingeht, links, rechts und so weiter. Die Strecke fordert alles von euch. Schmale Pfade, steile Anstiege, schnelle Abfahrten. Ihr rennt, während ihr das Surren der Reifen hinter euch hört, bereit für den nächsten Wechsel. Die Natur ist dabei unberechenbar, doch genau das macht den Reiz aus. Ihr kämpft nicht nur gegen andere Teams, sondern auch gegen die Elemente. Schöne Strecke, eine sehr kurzweilige Strecke, weil es nicht einfach nur strikt geradeaus ging, sondern für hiesige Verhältnisse hatten wir Berge, genau. Richtige Berge. Der Run and Bike ist mehr als ein Rennen. Es ist ein Erlebnis, das zusammenschweißt und Köpfchen fordert. Und wer Ausdauer liebt, sollte sich die Sega-Serie ab dem 5. Oktober nicht entgehen lassen. Drei Läufe mit steigender Distanz, jede Runde fordert mehr. Seid ihr bereit?